Hier sehen wir ein Baugebiet, bei dem der digitale Zwilling bereits zum Einsatz kommt. Dank seiner aktuellen und detaillierten Datenbasis arbeiten die Referate und ihre externen Partner noch besser zusammen. Von der Planung des Gebietes über die Erstellung des Bebauungsplans bis hin zur Realisierungsphase kann dieses Projekt so effizient umgesetzt werden. Der digitale Zwilling unterstützt uns bei zwei großen Aufgaben: der Analyse von vorhandenen Informationen und der Simulation von Änderungen. Dabei gilt, je besser die Informationsbasis, desto genauer die Analysen und ihre Ergebnisse. Beispielsweise können wir mit dem digitalen Zwilling besser untersuchen, wie sich ein Bauvorhaben auf die Luftqualität und das kleinräumige Klima auswirkt, wie viel Verkehr entsteht und welche Lärmemissionen daraus resultieren. Ebenso ist es möglich, einzelne Gebäude oder Quartiere der Stadt auszuwerten. So erfassen wir Maßnahmen der Stadtplanung, wie zum Beispiel zur energetischen Gebäudesanierung. Damit können wir beobachten, wie sie zur Erreichung gesamtstädtischer Ziele wie der Klimaneutralität beitragen. Auch bei Fragen zu Gebäudehöhen oder der Bebauungsdichte nutzen wir den digitalen Zwilling, um schneller Entscheidungen treffen zu können. Am Beispiel des hier zu sehenden Bauprojektes wird deutlich, wie zukünftig verschiedene Möglichkeiten der Bebauung simuliert und analysiert werden, um festzustellen, wie sie mit ihrer Umgebung in Wechselwirkung stehen. Auf dieser Basis können die Beteiligten die optimale Variante auswählen. Außerdem sind die Referate bei der weiteren Realisierung wie der Erschließung der benötigten Infrastruktur, Baustellenmanagement und ÖPNV-Anschluss durch den digitalen Zwilling optimal miteinander vernetzt. So können Sie Informationen schnell und transparent teilen und dank der Visualisierungskomponente des digitalen Zwillings verschiedene Möglichkeiten und Optionen darstellen und diskutieren. Der digitale Zwilling leistet mithilfe des digitalen Entscheidungsprozesses einen wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Stadtentwicklung, die sich an den Bedürfnissen der Münchner Bürgerinnen und Bürger orientiert. Sie möchten mehr über den digitalen Zwilling erfahren? Sprechen Sie uns an.